Datenschutz versus Technologie. So kommen Sie eben rechtssicher in die Cloud, in die Public Cloud. Darüber reden wir heute im Einzelnen. Wir werden sprechen über Auftragsdatenverarbeitung, über Vertragsgestaltung etc. Eine ganze Palette von Themen, die Ihnen einen kompletten Überblick geben wird, sodass Sie den allerersten Schritt machen können hin zur Entscheidung, gehen Sie nun in die Cloud oder nicht, oder wie sichern Sie das Ganze ab? Das Hauptargument ist, dass man natürlich erstmal mal schauen muss, wie ist überhaupt der Status, sage ich jetzt mal, bei mir intern in meiner Firma. Bin ich da überhaupt rechtssicher? Ist es ja so, dass ich da auch meine Daten, die ich dort habe, auch sicher gelagert habe? Warum ist es wichtig, das Thema Cloud-Sicherheit, Public Cloud, ganz neu zu verstehen? Wir werden jetzt eine neue EU-Datenschutzverordnung in einigen Jahren bekommen. Und man muss sich über die rechtlichen Rahmenbedingungen, das ist einfach ein wichtiger Baustein für die Sicherheit in der Cloud, informieren. Bei E-Mails, wenn ich sie verschicke, ist das wie das Versenden von Postkarten. Das ist vielen Unternehmen gar nicht bewusst. Technologie versus Datensicherheit, so gelangen Sie rechtssicher in die Public Cloud.